Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. In der heutigen Folge wollen wir mal probieren, ob wir hier nicht das letzte Gebiet hier einnehmen können, befreie Kishibe, dass wir halt diesen Schlüssel bekommen. Ich hoffe es doch mal, dass es da ist. Nicht, dass es hier dann irgendwo ist. Oder könnte es hier sein? Kochimi-Gehöft. Ich glaube, das ist hier, oder? Oh Gott, 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 Gott. Ich weiß es nicht. Ach, wir reiten einfach mal hier hoch und wenn nicht, dann machen wir hier jetzt so einen Kreis rüber. Das sehen wir dann schon. Aber es ist eigentlich kein Gehöft, gell? Ich glaube, wir müssen hier rüber. Ah, komm, wir gehen erstmal hier rüber. Auf dem Weg dahin gehen wir dann an dem Tempel vorbei. Genau. Kushi-Tempel. Ihr könnt nicht aufgeben. Die Richtung muss schon passen. Oh, hier ist ein Fuchsbau. Den nehmen wir natürlich mit. Okay, dann haben wir den auch. Talisman der Stille. Schauen wir doch gleich mal, was das ist. Talisman der Stille reduziert geschicklicher Feinschlag 5% und niedere Erhöhung des Schlossenheits. Ja, okay. Das wird da oben sein. Natürlich dann auch gleich wieder ein Portpunkt, Leute. Deswegen hätte ich jetzt auch erstmal hier hin. Okay, hier haben wir wieder so ein... Ah, es ist beschissen, wenn er hier nichts siehst. Ich glaube, das ist er selber gekillt. Die hat sich selber gekillt, Leute. Okay. Weiter geht's zum Tempel. Ist der hier im Wald drin oder was? Präfektur Kushi. Okay. Ein Kampf im Kushidera-Tempel. Die Mönche sind in Gefahr. Feindliche Schütze! Jetzt will wieder ewig da nicht reinkommen. Norio! Los, Sakai! Mein Herr, seht euch das an! Der Kushidera-Tempel verdient Anbetung, kein Blutvergießen. Jahrhunderte der Weisheit liegen in diesen Mauern. Und die Mongolen wollten alles einfach niederbrennen. Der Angriff war nicht grundlos. Der Tempel gibt Menschen Hoffnung. Der Abt hat aufgefordert, für einen großen Sturm zu beten, der die Invasoren fortspült. Nun ist der Abt verschwunden. Und die Barbaren haben die heiligste Reliquie in Toyotama gestohlen. Eine Statue von Buddha zur Feier der Tempelgründung. Mein Bruder wäre eingeschritten. Er hätte den Mönchen Hoffnung gegeben, bevor sie flüchteten. Dann ehren wir sein Vermächtnis und retten den Tempel. Die Mongolen stahlen die Buddha-Statue aus der Haupthalle. Und der Abt? Er und sein Gefolge sind geflohen. Ich hoffe, sie sind in Sicherheit. Okay. Ich sehe nach den Mönchen. Was wollen die nur damit? Die Statue war hier. Ja, mein Herr. Die Mongolen stahlen unseren heiligen Buddha und ritten zur Küste. Wir finden die Statue und retten diesen Tempel. Nicht einmal euer Bruder konnte dieses Versprechen halten. Ja, aber ich schon. Was ist denn passiert? Mein Bruder starb durch ein Mongolenschwert. Enjo, der Wächter, stirbt und diese Mönche wollen einfach so alles aufgeben. Sie sind Feiglinge. Sie sind Menschen. Enjo fürchtete gar nichts. Er war nicht mal 20, da rettete er den Tempel vor Banditen. Nun liegt es an uns. Die Ursache des Leids. Wir müssen den Buddha finden und zum Tempel zurückbringen. Der Mönch sagte, sie bringen ihn zur Küste. Wir können ihre Spur aufnehmen. Na, schauen wir mal. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen, aber... Ihr seid wütend. Woher wisst ihr das? Ihr seid so still. Ha! Es ist dieser Mönch. Er weiß nicht, wie mein Bruder Kushidera wirklich gerettet hat. Meines Wissens handelte Enjo allein. Fuchsbade machen wir später. In Wahrheit befahl er seinen 3 tapfersten Mönchen, die Banditen zu provozieren. Eine Ablenkung. Ein Opfer. Sie starben im Kampf, doch sie verschafften Enjo genug Zeit, die Banditen zu flankieren und den Tempel zu retten. Mein Herr, dort drüben! So kalt. Okay, das sieht nicht fresh aus. Ich bin den Mongolen gefolgt. Habe sie angefleht, uns den Buddha zurückzugeben. Wo sind sie hin? Aus dem Wald. Richtung Lüge. Möge euer nächstes Leben friedlicher sein als dieses. Er gab sein Leben für seinen Tempel, wie mein Bruder. Ihr tätet dasselbe. Findet die Mongolenstatue? Ach du Scheiße, sind hier irgendwo Fußspuren oder so? Gehen wir mal hier hoch. Die Statue muss dort sein. Erst bestrafen wir sie für den Angriff auf den Tempel. Der Statue. Finde die Buddha-Statue. was die hier irgendwo in so einer Baracke drin ist. Schauen wir da oben rein. Hier scheint nichts zu sein. Ah, mein Gott. Gefertigt aus einem Stern, der vor Jahrhunderten vom Himmel gefallen ist. Wunderschön. Auf der Insel gibt es nichts Vergleichbares. Bringen wir sie zurück zum Tempel. Dann zieh mal. Enjo wurde zum Wächter, als Banditen den Tempel angriffen. Sie wollten diese Statue. Sie ist unbezahlbar. Bestimmt haben schon viele versucht, sie zu stehlen. Wie viele müssen zu ihrem Schutz noch sterben? Ihr wollt, dass sie geraubt wird? Nein. Doch der Tempel birgt viele Schätze. Das schürt Gier und Neid. Fürst Shimura zeigte sie mir, als ich klein war. Ich war sicher, dass der Bildhauer Buddha persönlich kannte. Als ich klein war, kam meine Familie hierher, um ein Opfer für das neue Jahr darzubringen. Da beschlossen Enjo und ich, Mönche zu werden. Früher wusste ich, wofür ich kämpfe. Wir kämpfen für unsere Heimat. Mag sein. So, jetzt machen wir aber hier mit der Questline nicht weiter. Ich würde nämlich gern die blöde Rüstung haben. Das macht dir, erhalte zu 15% Gesundheit, wenn du dich heilst. Da muss ich mich mal in Ruhe beschäftigen dann. Das lassen wir jetzt mal hier erstmal. Okay, da ist der Fuchsbau, die können wir gleich machen und dann gehen wir hier hoch. Okay. Schauen, dass wir wieder rauskommen. Hat das auch einen Leuchtturm? Seid ihr so feige? So, das ist ein schönes Gehöft. Hilfe, hier drüben. Alles ja, ich bin doch schon da, Mensch. Fürst Sakai, ihr seid es. Kennen wir uns? Letzten Frühling habt ihr das Okada-Gehöft besucht. Die Mongolen sind jetzt da. Morden und brennen. Es ist furchtbar. Ich erinnere mich. Ich lasse die Mongolen den Hof nicht zerstören. Okay. Bald seid ihr frei. Okay. Ich war noch nie so dankbar. Vorsicht da draußen. Das ging eigentlich besser, wie ich gedacht habe. Ich bräuchte mal ein bisschen Munition. Ja, ich bin ein Star-Bitch. Ich hoffte, dass ihr kommt. Geht. Gebt auf euch Acht. Und schauen wir mal, ob wir vielleicht nochmal auffüllen können. Tengdwing! Bin in Eckbahn! Herr Tenfagayu! Gerenstebe! Aramustu Satsupe! Okay, eine Geisel brauchen wir noch. Problem ist, ich habe jetzt keine Brandfälle mehr, also kann ich jetzt die Nebenaufgabe gar nicht erfüllen. Scheiße. Das ist ärgerlich. Geht so nicht. Legion Jacinta. Тэднээс мутар чадахгүй. Ой, өнөөгч хардаа. Тэр тэнд байгаа юу? Das hebe auch nicht runter, wie der da steht. Alach Josta. Tertin Barayu. Okay, jetzt ihn hier noch und dann müssen wir es eigentlich haben. Okay. So, alle befreit. Wir dachten, unser Hof wäre verloren, Fürst Sakai. Haben die Mongolen den Schlüssel für Gosakus Rüstung? Nein, ihr könnt ihn haben. Wenn mehr Mongolen kommen, gibt es nichts mehr zu holen. Der letzte Schlüssel. Sehr schön. Laut den Musikanten ist die Rüstung auf einem Hügel in Akashima. Wir schauen gleich mal. Akashima. Okay, Zwischensequenz, Leute. Hallo? Schaut auf jeden Fall cool aus. Das Dorf gefällt mir ganz gut. Reise zum Hügel Akashima. Erlange die Schlüssel von den 6 Gehöften. Okay, wir schauen auf der Karte. Wo müssen wir hin? Hier runter. Schnellreise deaktiviert, oder was? Warum? Aber schnell warten, bis die Sequenz hier vorbei ist wahrscheinlich. Okay, hier ist die Schnellreise. Machen wir das doch gleich. »108 Schmiede« in diese Richtung. Da oben wahrscheinlich, auf dem Hügel drauf. Für einer? Ach, das ist ein Gegner. Sehe gar nichts. Beschissen. Mal ein bisschen kiten gehen. Gute Nacht. Okay, machen wir doch mal auf hier die Hütte. Was einer der Schlüssel? Okay. So. Kommen wir jetzt hier hoch? Ah, da. Oh, halt bloß fest, Mensch. Da ist sie. Hoffe ich doch mal, dass es ist. Die Mongolen werden ihre Macht am eigenen Leib spüren. Schauen wir doch mal, wie die aussieht. Robust. Überraschend leicht. Oh Gott, okay. Das geil sieht sie gar nicht aus, aber naja. Gosakus Rüstung. Schauen Sie uns mal an. Maximale Gesundheit. Okay. Ah, der Hut geht gar nicht. Ich glaube, wir behalten dann den auf. Ist nicht viel Unterschied für dich zu der anderen? Weiß auch nicht, die Stirnbänder, das gibt mir irgendwie nichts. Jetzt können wir aber mal hierher reisen. Na, ich gehe hierher. Und dann könnten wir das vielleicht mal aufwerten gleich. Das Schwert natürlich auch gleich. Ich kann eure Klingen verbessern, mein Herr. Boah, 600. Ausbalanciert. Scharf. Okay, einmal könnten wir schon. Eine Ehre, euch zu dienen, mein Herr. So. Darf ich eure Rüstung verstärken, mein Herr? Gosakus Rüstung, klar darfst du das. Viel besserer Schutz. Okay. Bis bald. Warum habe ich denn immer diesen Kackhut auf? Gar nicht. Oh, einen Haufen Fragezeichen. Können wir einen Haufen Zeug machen? Okay, Leute, was wir dann machen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir werden auf jeden Fall hier ein bisschen Fragezeichen abarbeiten. Oder wir fangen jetzt hier unten an, ich weiß es noch nicht genau. Hier ist ein Haufen zu tun eigentlich. Eine Macke, so Geschichte. Wir schauen uns das in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.